Er ist im Moment der Spitzenreiter, Marvin Kirchhöfer, und der hat dem Feld 3,5 Zehntelsekunden eingeschenkt. Taylor about the fucking flex. Danne Kalwitz und Marvin Kirchhöfer gewinnen also auch den zweiten Lauf ADAC GT Masters. Die Meisterschaft immer noch in ihren eigenen Händen, zum Glück des Titels im Jahr 2018 auf dem Konto. Ihren Weg finden hinter dem Führungsfahrzeug. Da wird sich dann das Feld mit 17 Startreihen hintereinander aufstellen. Format füllen und jetzt auch neben dem Porsche zeigt in Richtung Mercedes-Tribüne. Mann, hat der Power in seinem Dickschiff, in der Roller Velvoline Corvette.